Hallo, einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Ich amüsiere mich gerade. Bruno ist gerade draußen und hat Hüpfenszeit und sitzt im Busch und dann waren halt wieder Leute vom Haus und auf jeden Fall meinte das Kind dann, schau mal, da ist ein Hase. Ich schaue nur gerade, weil hier ist eine Fliege. Auf jeden Fall. Dann eher, das ist ein Meerschweinchen. Und ich habe mich gerade so amüsiert, was hat mich da für eine dicke, fette Brummerfliege? Kannst du mal bitte wieder rausgehen? Das wäre sehr schön. Also ihr wisst jetzt Bescheid, Bruno ist ein Meerschweinchen. Jetzt musste ich so lachen, dass ich mich an meinem Joghurt verschluckt habe. Und es jetzt voll so in der Nase brennt. Meerschweinchen. Ja. Ah, Hilfe, es brennt. Kennt ihr das, wenn ihr euch so verschluckt und dann zieht ihr die Nase und dann müsst ihr vielleicht niesen? Das wäre jetzt so lustig. Ein Meerschweinchen. Ein Meerschweinchen. Was ist denn jetzt mit dieser Fliege? Ja, komm, geh raus. Hallo, hier. Sie hat es geschafft. Okay, also ich hole jetzt Erik aus dem Schlafzimmer. Flock für... Jetzt ist sie wieder rein, ich fasse es nicht. Hallo? Hier gibt es nichts umsonst. Raus. Okay. Jetzt hat... Gut. Ein Meerschweinchen. Ist so süß, wie Eriks kleines Haarbüschelchen hier im Wind weht. Da haben wir unser Meerschweinchen. Bruno, wusstest du, dass du ein Meerschweinchen bist? Hm? Ja, das ist dem Bruno völlig neu. Bruno sollte eigentlich seine Laufübungen in der Wiese machen, aber Bruno futtert lieber Gras. Dann immer so erwartungsvoll schaut. Für Bruno wieder seine befeuchteten Augentropfen bestellt. Erik, wie er mich dann immer anschaut, das ist so lustig. Ja, warst du jetzt nicht die ganze Zeit im Schlafzimmer? Auf jeden Fall gut, dass sie heute schon angekommen sind, wobei eigentlich das ist wurscht, aber Samstag ist immer. Erik, was ist denn jetzt bei dir? Warum liegst du da der Länge nach? Erik, Poperik. Was ist los? Es regnet, hm? Alles rausgegessen, eins ist noch da. Super gemacht, Erik, toll gespielt. So, ich bin wieder am Pflücken für die Babys, stehe hier mitten im Gestrüpp. Es hat vorhin leicht geregnet, dann hat es wieder aufgehört. Jetzt bin ich pflücken gegangen, dann fing es wieder an und ich habe keinen Schirm mit, weil ich dachte, wird schon aushalten. Dann hat es wieder leicht angefangen, aber jetzt hat es wieder aufgehört. Meine Ausbeute bisher, hier sind so extrem viele Brennnesseln. Vor allem der Wiesenbärenklau wächst so zwischen den Brennnesseln. Und ich brenne mir wirklich jedes Mal, brenne ich mich an den Brennnesseln. Soll ja gesund sein, brennt aber trotzdem. Und brennt bei mir irgendwie auch noch länger immer. So viele Brennnesseln. Da ist noch Löwenzahn.
Ich pflück jetzt übrigens auch neu das Blatt hier. Das ist kein Sauerampfer, aber es ist irgendwie ein anderer Ampfer. Sumpfampfer oder keine Ahnung. Also auf jeden Fall essbar. Ich glaube, der schmeckt so ein bisschen säuerlich. Bruno mag den. Jedes Jahr wirklich erweitere ich den Speiseplan der Babys durch irgendwelche Wiesenkräuter. Die haben einen sehr reichhaltigen Speiseplan und essen wirklich viele Sachen. Da kann man wirklich viel pflücken. Jetzt habe ich sogar noch Oregano gefunden oder wilden Dos, glaube ich, heißt der auch. Oder Majoran, der hat so diese zwei, also der wilde hat irgendwie, heißt Oregano oder wilder Dos oder Majoran, aber auf jeden Fall ist das duftende. Und ich bin jetzt nämlich mal hier abgebogen, weil ich dachte, okay, ich gehe heute eine kleinere Runde, weil ich ein bisschen später dran bin jetzt schon. Und da wächst es auf einmal. Und ich meine, letztes Jahr ist es noch nicht gewachsen an der Stelle. Oder ich habe es wieder vergessen. Aber auf jeden Fall richtig toll. Habe ich gleich mal schön gepflückt für die Babys. Ich habe übrigens gestern nicht geschafft, den Bachelor fertig zu schauen. Also ich habe ungefähr die Hälfte. Die andere Hälfte werde ich dann heute noch schauen. Ich wurde aber gespoilert. Also jetzt wirklich gespoilert, wer gewinnt. Ich finde es so doof, dass die das gemacht haben, dass man das online eben eine Woche vorher schon anschauen kann. Weil dann einfach wirklich überall, und ich habe eine Zecke, überall gespoilert wird. Oh, Erik. Ach Mann, Erik und sein Schlafzimmer. Im Schlafzimmer kann man sofort essen. Es geht nur im Schlafzimmer tagsüber oder am Abend. Na gut, lass es dir schmecken. Guten Appetit, Erik. Bruni macht sich gleich an den Oregano. Der ist ein bisschen groß, Bruno, gell? Ist der ein bisschen groß? Soll ich dir da Blätter abmachen? Schau mal. Mh, es ist lecker. Schau mal, jetzt habe ich die Blätter abgemacht. Bruno hat hier einen Tisch. Mh, der ist lecker. Großartig ist es lecker. Abendessen für die Babys ist angerichtet. Ich habe hier gerade mal alles ausgebreitet, was ich gepflückt habe. Also nicht alles, aber fast alles. Ein Teil ist noch in der Tüte und ein Teil ist schon auf dem Abendessenteller, weil ich den Oregano rausgesucht habe für die Babys, weil ich ihnen da auch ein bisschen was geben wollte. Ich hatte eigentlich ziemlich viel und jetzt ist er irgendwie verschwunden, aber ich habe Bruno schon was hin. Ah ja, hier wollte ich euch noch zeigen. Der wilde Dost oder Oregano oder Majoran. Auf jeden Fall duftet der sehr gut, also wie unser Oregano halt. Und der ist halt auch sehr wertvoll für die Babys. Und dass der jetzt so auf meiner Strecke wächst, hat mich gefreut. Zum Abendessen gibt es als Vorspeise einmal eine Orange und Weintrauben und dann von gestern noch Kartoffeln mit Zucchini-Paprika-Gemüse aufgewärmt. Abendessen ist aufgewärmt und ich schaue den Bachelor. Erik hat jetzt gerade seine Ohrentropfen bekommen, fand er nicht so toll. Bruno lag gerade ganz süß inmitten von den beiden Tellern, das sah sehr süß aus. Genau hier in diesem Spaltlager. Ja, und Erik muss ich jetzt natürlich erstmal putzen. Das ist nämlich was ganz Doofes, ne, Erik? Ja, es ist wirklich doof. Diese Qualzucht, Witter, Schlappohren. Ganz schlimm. Der magische Abendsnack. Da zuckt's beim Erik, so gut schmeckt's. Ach, okay. Wir wollen uns verabschieden. Erik hat sich schon von alleine verabschiedet. Bis morgen um 19 Uhr. Wir freuen uns auf euch. Tschüss.